Ein herzliches Willkommen und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Eternia. Ich bin so ein bisschen Muffix. Beim letzten Mal sind wir weiter hier auf Mount Fallus unterwegs gewesen. Wir sind immer noch von Farrah getrennt. Glücklicherweise ist aber Rez zufälligerweise hierher gekommen und hat sie gefunden. Und nun sind die beiden eben nach oben unterwegs. Glücklicherweise, da Rez sein, können wir jetzt hier den Berg ein bisschen schneller hochklettern, ansonsten wäre es eh Ende Gelände. Und wir versuchen uns jetzt mit den anderen zu treffen. Unser Hauptziel ist es immer noch, die Brücke des Lichtes zu aktivieren und mit deren Hilfe nach Celeste zu reisen. So, aber erstmal müssen wir schauen, dass wir nicht sterben. Qualvoll. Ich muss schon wieder meine guten Apfelgele benutzen, aber ich habe E15. So. Gut, Leute, Mann. Ich muss echt mal sagen, Tales of Eternia ist so komplett viel härter als alle anderen Tales-Spiele, die ich da vorher mal gespielt habe. Hast super gemacht, Quickie. Dankeschön. Nehmen wir erstmal. Ah, Lifebottle. Oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn ein Lifebottle da liegt, dass gleich irgendwas Schlimmes kommt, Mann. Weil, wirklich, ich habe jetzt so einfach mal so teilweise halt, weil ich Eternia doch bis hart finde. Ich meine, es ist jetzt das zweite 2D-Tales, was ich spiele. Ich habe ja sonst nur die 3D-Dinger gespielt. Mein Plan, alle Tales-Spiele zu spielen, die im europäischen Raum sind, bleibt ja immer noch, Mann. Und wenn ich immer so lese, von die. Da haben wirklich viele gesagt, Eternia ist so das härteste. War auch, weil viele geschrieben haben, ja, das ist auch eines der wenigen 2D-Tales, was sie gespielt haben, weil außer Symphonia spielt man heute nur noch die 3D-Dinger. Aber das Spiel ist schon knifflig teilweise. There it is. I see the summit. Is Farrah there? She better be. Ah, Leute, wir sind an der Spitze angekommen, das heißt, irgendein Bossfall kommt gleich. Es warnt einen so vor, Mann. Aber Leute, Mann, das Schlimmste an diesem Spiel ist einfach, Mann, wie dieses Spiel deine Ressourcen frisst, Mann. Also wirklich ernsthaft, Mann. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in Symphonia und in Xilia und was auch immer, habe ich vielleicht so 3 Apfelgele so benutzt, mal in so Bossfighter. Hier, alle paar Sekunden spammen wir unsere ganzen Items raus. Super, jetzt habe ich meine Gele umsonst eingesetzt. There she is, Farrah. We found you, Farrah. I'm sorry for making you worry. We're back together again. I'm glad you're okay. We thought you were a gooner. Same goes here. I had Rez with me, so I had nothing to worry about. Oh, that's nice. Say Rez. I'm Keel. I'm a student at Minch University. We are indebtable to you for saving Farrah. No need to thank me. We must partner with Rez now and continue forward. Shall we move on? Nein, jetzt Tag ist Fibril, weil klar ist, dass sie sagt. Let's Rez help us. Rez has amazing Fibril. What lies ahead is here or our problem. Rez isn't involved in this. But Rez is involved now. That's okay, Farrah. Actually, I saw an interesting spot on the way up here. Let us partner. I'm sure we'll meet again someday, just like we did today. I hope we do. Thank you for everything. Well, if you excuse me, I'll be on my way. We need the Fibril. Huh, this door won't open. A low point support. Okay. Show me the power of light. Yo, klar. Ich weiß, was wir machen müssen. Bam! Rinse mal. Stone Sand. I don't see any bridge of around here. Piper! Meredith's Kremlin cage is glowing. Mine too. It seems to be resonating. Meredith, come over here. Be careful though. You bet! Both of you, be careful. Warte. Habe ich schon mal gesagt, dass es in jedem guten Tales-Spiel einen Verräter gibt? Habe ich schon mal gesagt, dass es immer zwei Welten gibt und dass man beide irgendwann besuchen wird. Ich glaube, jetzt kommt gleichzeitig ein Verrat, irgendwas Schlimmes und ich glaube, wir werden jetzt in eine andere Welt gesogen. There, there goes. Now, on the count of three, we place our hands on the stone mound. Wait a minute. On the count of three, okay. You got it. Mary got it. Mary is not stupid. Well, here we go. 1, 2, 3. Keel, Meredith, what's going on? Meredith, melt in the light. Don't worry. If that journal is correct, there should be...
Rem. You must be prepared to cross over to the other world. There's no returning from the Bridge of Light. Do you understand? Of course. We've made our minds. Rem, please allow us to cross the Bridge of Light. Reed, wenn du dich jetzt weigerst, Mann. This is it. This is the Bridge of Light. It's really just the light. That's right. If you go into the light, the path to Celestia will reveal itself. That's what it said in the research journal that Balia left. The Bridge of Light, yeah. Mary can back go to Celestia. Hold it. I can't allow you to go any further. In jedem guten Teilspiel gibt's einen Verräter. Raz? What's wrong? What is the meaning of this? As an Imperial Knight, I cannot allow Celestia to have such power. Imperial Knight? My name is Razios. I am the senior knight of Infernia Empire. Razios Lohin. You're not serious. I thought you seemed suspicious, but I never would have guessed you to be some renowned senior knight. You're just as famous as I am, the traitor Keel Sabael. A traitor? Keel, just what did you at the observatory? He burned Balia's research journal on the Bridge of Light, but the information is all right there in his head. Keel, is that why you stayed behind at the observatory? So you've been telling us, tailing us all along, haven't you, Raz? That may be the way it turned out, but that's not exactly right. Compass key? I was simply being guided by the sacred key entrusted to me by the king. I've read somewhere that since the founding of the empire, a compass key was kept at the castle as an imperial treasure. Exactly. This key, which has always remained silent, started to point to a particular location a few months ago. Under the king's orders, I've been investigating what the sacred key was trying to tell us. And during my investigation, I ran into you again and again. Is this merely a coincidence? What are you trying to say? What you are doing is a threat to the peace of the empire. The sacred key has been trying to warn us that. That is the obvious conclusion. But listen, Raz. The reason we are going to Celestia is to stop the Grand Fall. That's to protect Infernia. You've got to believe us. I believe in the word of the king, not you commoners. I'm sorry, it has to be like this, Raz. But if you're lost, if you're not going to move out of our way, we'll make you move. Face me. In jedem Teilspiel gibt es einen Verräter. Ich habe es gesagt, ich habe es prophezeit. Es war so klar, Mann. Alter. Wir sind ein wenig unter Level für ihn. Alter Falter, spammt der uns weg, Mann. Okay, Leute, das wird ein unglaublich harter Kampf, Mann. Ich habe das Gefühl, wir sind so unterlevelt, Mann, für ihn. Wir brauchen unbedingt die Hilfe der großen Geister, der großen Kramers. Ich hoffe, die sind noch in unserer Party. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Leute, es war mir klar, dass er ein Verräter ist. Wie Keel, Mann. Alter, Leute, ich muss mal wieder sagen, Keel ist eigentlich hier der wahre Held. Der wahre Held des Abenteuers. Er hat sein Leben, seine Karriere geopfert, nur um hier die Informationen zu verbrennen. Alter. Reverse, Mann, ihr Honks. Spread.
Aber wenn man die Magie macht. Alter, dieses scheiß Dragon Swarm, Mann. Okay, Magie sieht aber bei allen gut aus. Jetzt bräuchte ich aber mal selber hier. Ein Orangengeh, bitte. Ja. Dank. Ihr müsst halt mal lernen, dass. Das. Alter! Yes, zum allerersten Mal! Jetzt legen wir aber richtig los, Mann. I summon you, Surf! Hat trotzdem hart wenig abgezogen, Mann. Alter, ihr seht, was wir im Schaden einfach machen. Das ist so lame. Alter, und gleich der nächste, Mann. I summon you! Undini! Oder auch nicht. Jetzt. Das Wichtige ist halt immer das Heilen an Undini. Alter, wenn ich sag Reverse. Wieso können sie dann nicht zu mir alle kommen? Gather. Dann machen wir halt Gather. 9 Schaden. Er macht mir, wenn ich verteidige, macht er mir mehr Schaden. Als ich ihm mit meinen Attacken Schaden mache. Es ist so lame, Mann. Es ist ernsthaft so hart lame, Mann. Ah, habe ich mir vorher Pein-Gear reingeschmissen. Das war gar nicht gut, Mann. Okay, das war mal schöne Attacke. Alter, nur mit Magie machen wir irgendwie Schaden. Okay, hat aber nur noch 1000 Leben, Mann. Die Magie scheint doch irgendwie zu helfen. Muss ich jetzt hier echter Item zuschmeißen? Schafft sie schon. Sehr schön. Alter! Dieser Dragon Flash, Mann, macht einen fertig, Mann. Apfelgeil! Okay, das. Ach komm, Kiel, Mann. Jetzt nicht auf die letzten Meter. Pharaoh, du könntest theoretisch wiederbeleben, gell? Aber es langweilt halt so, weil ich einfach nicht mehr an ihn, weil ich nicht an den komme. Ich brauche jetzt erstmal Melangen, gell? Als nächstes, ganz schnell, genau, schmeißt er selber einen Apfel dazu. Ich verteidige! Alter, Mann, es tut mir halt leid, dass ich nicht gleichzeitig verteidigen drücken kann und gleichzeitig, mein Item schmeißen kann. Okay, Leben. Nicht du, irgendjemand da hinten steht zu mir. Komm schon, wo ist mein Orangengeh? Wie war das nochmal, dass das Spiel so hart ist und dass man die ganze Zeit seine Items rausbauen muss? Neosonic Swarm, Mann, das ist mein Ass im Ärmel. Komm, spreaden, genau. Alter Kiel, Mann, du machst ihn alleine fertig. Komm schon, Airfrost, genau. Alter, selbst verteidigen. Das ist so geil, man verteidigen bringt einfach nichts gegen ihn. Ah, so! Frost up und alles mögliche. 800 Erfahrung ist ein bisschen arg wenig für den Fight. Ah. This is not good. His reinforcements are coming this way. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Nach Celestia. Everyone go! Hurry, hurry! Cross the bridge of light. Are you serious? I'm not ready. Beweg dich, du lausiger Versager. There! Get him! Oh man. Come on, Farah. Okay, let's go. Tritt ihn nochmal, wenn er am Boden liegt.
You're finally here. This is Celestia. Whew! Celestia! Merity born here. Grow up here. And that's Inferia above. It makes me dizzy. From Celestia, it's Inferia that is the upside down world. Wow. The colors of the sky and the sea are both different from Inferia. The sun is dark, and there's no wind. But the greatest difference is the air. The air feels different from that of Inferia. Just like the Cremel Scholar, you are correct. That's it! The Cremels are different! Are the Cremels that reside in Inferia and Celestia different? You bet! Correct! Merity! You really are a Celestian! What? I've said that so many times! You did not believe. How could I believe it until I stood on the very ground. Hey, are we going to spend the rest of our lives here? Reed, I can't believe you. We've come all the way to Celestia, and that's all you can say? Why did we come here? Oh, it's nothing. It's just that we've come so far. Tired bodies must rest. Let's go to the town of Aimen. All will be welcomed. Aimen, the place where Merity grew up. A nice place. Even if it's your hometown, we are Inferians. Will we be okay? Not matter. No worries. Well, staying put isn't going to help us any. Let's go. Huil! Undin bunkoi! Are you okay? Huh? What? I'm okay. This is only the beginning. It's no time to be down. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Celestia. Wir haben die Brücke des Lichtes übertroffen und sind hier nun wirklich in eine andere Welt gekommen. Oh! Und auch hier gibt es Linsen. Sehr schön. Ein weiter, weiter Weg war es. Und jetzt schauen wir uns mal um. Campen können wir. Aber natürlich können wir auf unser schönes Aaron-Board nicht steigen, Mann. Diese komplett andere Welt. Ach, ich will unbedingt eine Weltmap bald haben. Und ja, wir haben es geschafft. Rez der Verräter, es war eigentlich ziemlich klar, dass Rez der Verräter ist. Und das ist ein Verrätergefahr. Eh klar, Leute, Mann. Jedes Taze hat einen Verräter, Mann. Ich betone wieder jedes gute Taze, Mann. Und wir haben den Kampf doch irgendwie halbwegs gut überstanden. Und, Leute, seht ihr das? Das sind Maschinen. Oder? Das sieht mir arg nach Maschinen aus. Es wurde ja schon gesagt, dass hier die Technologie höher ist als die, die wir aus Inferno kennen, Mann. Aber das sieht eigentlich nicht gut aus. So, es ist ja alles ein bisschen düsterer, dunkler. Nicht unbedingt jetzt gruselig, aber es sieht halt doch ein bisschen Ende der Weltstimmung mäßig aus. Was zur Hölle ist das? City of Cremel, Aimen. This is Aimen. This is Merity's hometown. Merity, introduce everyone. Wait here, Merity is to get. Die Tänzenden und Shaken.
So, this is where the Celestians live. Schau dir die an im Hintergrund, tanzen sie da. Jetzt verhaften sie uns, oder? Listen, Meredith introduced him. You're all Inferians? Wie verstehen sie uns? Oh, yeah. We can understand them. The Arthur Earring really works well. Okay, gut. Das ist genau die Antwort auf meine Frage. Sehr schön. Das war mir fast klar, dass das passieren würde. Wah! I'm Sagura. I make things like this at my weapon workshop. Pretty nice, don't you think? I'm Valenda. I'm in charge of making explosives. Hamid. I'm currently in training, so I mostly deal with customers. They always take good care of Mary. What's wrong? Beste Begrüßung. Hier, willst du meine Waffe haben? You make weapons? This is the first time I've seen anything like this. What kind of weapon is this? What kind? It's a Kreml weapon. You mean to tell me that you don't have them on Inferia? A weapon that utilizes Kremls? In Inferno, we barely started research on the thing and can't believe how advanced Celestian technology is. Technology, you say? Don't know about techno mumbo jumbo, but all I do is that I've been cranking up these for almost 30 years. Anyway, come to Meredith's house, we talk there. You have to tell me more about it later. Sure thing. Come visit my weapon shop anytime. It's right in front of the town's water tower. Yeah, can't miss it. Hier schon wieder komplett abgelenkt, nur auf die Technik spezialisiert. Ja, ja. Aber da sieht man wirklich, ein Weltenunterschied ist dazwischen uns. There's no one else here. What about your family? Genau, der Mann, der ihn... der sie ganz im Intro nach Celestia, nach Inferno geschickt hat. Family? You mean Meredith's birth parents? Celestians live on their own once they are 10 years old. So Meredith, you lived here all by yourself? Yes, once Meredith was alone and once Meredith was with another. Kiel, that's private matter. It's none of your business. True. There are many beds here. They are a bit lumpy, but make yourself at home. Thanks, Mary. There's still some daylight left. I want to go to the city. Can you show me around? You bet! War klar, dass sie das sagt. This is where Mary grew up. Mary wants everyone to see. Is it okay if I stay here and rest? I'm sort of tired. You bet! Okay then, Kiel, Reed, follow Mary. Sie hat es ein bisschen mitgenommen mit Rez. Hey Farrah, have a nice rest, okay? I will, have a good time. Okay Leute, Inferia und Celestia. Wir haben es wirklich geschafft und die Brücke des Lichtes überquert und sind nun in dieser anderen Welt. Was daraus jetzt noch entstehen wird und die wichtige Frage ist, was wir hier nun machen werden. Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, jemals wieder zurückzukehren. Auf diese ganzen Fragen werden wir erst beim nächsten Mal eine Antwort bekommen. Denn jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Was ist denn das für ein Bild? Das rechte ist Meredith und das, wer ist das links? Wer hat denn blauer? Ist das Kiel? Ah ne, ja, das ist Kiel. Das sieht er gar nicht mehr. Jawohl, der schaut so grimmig. Ich habe so erkannt, weil er grimmig geschaut hat, dass das Kiel ist. Okay Leute, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht und was wir nun als nächstes machen werden und ob Kiel eigentlich sein ganzes Leben lang jetzt hier weiter forschen wird, werden wir das beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.